Elden Ring ist das neue Epos von From Software und wir sind uns sicher, diese Anzeige habt ihr nicht nur einmal gesehen. Wer hier etwas anderes behauptet, der lügt definitiv. Aber mit der richtigen Vorbereitung lassen sich zum Glück einige Tode vermeiden. Stifte gezückt, denn diese 5 Tipps und Tricks wollt ihr auf gar keinen Fall verpassen. Das Wichtigste zuerst, der richtige Character-Build. Wollt ihr die Welt von Elden Ring als klassischer Tank erobern, eure Feinde aus der Ferne bezwingen oder doch lieber heimtückisch von hinten zuschlagen? Dann gilt es bereits hier, den korrekten Anfang zu setzen. Ob Krieger, Bandit, Astrologe oder Bettler, die Möglichkeiten sind echt vielfältig. Jede Klasse hat zu Beginn ihre ganz eigenen Vor- und Nachteile und sie startet natürlich mit einer ganz eigenen Ausrüstung. Das A und O dabei: ihr müsst die Werte im Blick behalten. Mit einer hohen Stärke könnt ihr mächtige Breitschwerter oder Hämmer schwingen, solltet aber gleichzeitig Kondition mitbringen, um so auch schwere Rüstungen tragen zu können. Der klassische Tank eben. Der Held oder Vagabund wären hierfür eine gute Wahl. Beide Klassen haben zusätzlich einen hohen Kraftwert, was den Lebensbalken verlängert und den Tod zumindest verzögert. Die perfekte Wahl für Einsteiger also. Als Souls-Veteran habt ihr mit dem Astrologen oder dem Gefangenen die nötige Herausforderung und wenn ihr es ganz hart wollt, dann bleibt euch noch der Bettler. Dessen Werte sind ziemlich ausgeglichen verteilt und bieten viel Raum für die Entwicklung in eure Lieblingsrichtung. Allerdings startet ihr hier nicht mit mehr als einer Keule in der Hand und da können wir euch nur viel Glück wünschen. Ja, wir verstehen das. In Elden Ring, da kann man sich schon mal verlaufen. Das Tutorial am Anfang solltet ihr zum Beispiel definitiv nicht rechts liegen lassen, also stopp, einmal zurück und rein ins Loch im Boden. Hier geht's lang, nochmal die Grundlagen lernen. Das gilt natürlich nicht unbedingt für die erfahrenen Souls-Spieler, aber auch die müssen leveln und Elden Ring macht uns selbst das nicht unbedingt einfach. Wir müssen dafür nämlich mindestens 3 Orte der Gnade besucht haben. Dann erst lernen wir Melina kennen, die uns gleichzeitig auch noch die Spektralrostpfeife überlässt. Sehr schön. Endlich können wir höher und weiter springen. Als nächstes auf der Liste sollte die Geisterglocke stehen, ansonsten wird das nämlich nichts mit der Geisterbeschwörung zum Support in Boss und sonstigen Kämpfen. Für dieses Item treffen wir Renna in der Kirche von Ellie, und zwar nachts und erst nach Erhalt der Spektralrostpfeife. Ach, und Vorsicht vor dem, ja, goldenen Ritter. Den am besten erstmal ignorieren. Bevor wir die Kirche von LA verlassen, können wir für nur 300 Runen außerdem das Handwerkset vom dortigen Händler erwerben, denn genau das brauchen wir fürs Crafting. Der richtige Weg in Elden Ring kann uns auch schon mal verwirren. In der Regel bekommen wir aber spätestens durch die Gegner mit, ob wir hier jetzt gerade richtig sind oder vielleicht lieber später wiederkommen sollten. Hier müssen wir Elden Ring aber auch mal auf die Schulter klopfen. Es ist zwar eine Souls Open World, aber immerhin gibt's eine Karte und einen groben Wegweiser direkt zum Einstieg. Okay, ja, die Kartenteile müssen wir finden, aber die Orte der Gnade verraten uns zumindest immer einigermaßen, wo es lang geht. Schloss Sturmschleier und damit der erste sogenannte Legacy Dungeon sind das große Ziel. Von diesen Dungeons gibt es mehrere in Elden Ring und sie sind notwendig, um in der Hauptstory voranzukommen. Bevor ihr aber auch überhaupt nur einen Fuß in das Schloss setzen könnt, trefft ihr auf den ersten unausweichlichen Boss Margit, das grausame Mal. Und der kann, naja, hart sein. Okay, so unausweichlich ist er dann aber vielleicht doch nicht. Wir können ja immer noch woanders hingehen und erstmal gemütlich aufleveln. Definitiv ein großer Vorteil von Elden Ring. Und wenn auch das noch nicht reicht, dann schleichen wir uns eben einfach an Sturmschleier vorbei. Das hast du jetzt davon, Margit! Okay, irgendwann sind wir aber einfach an dem Punkt, wo wir uns auch Margit stellen müssen. Aber Vorbereitung ist alles. Geisterglocke haben wir. NPC-Zauberer direkt vor dem Bosskampf ist beschworen. Die Tafelrundfeste haben wir besucht und unsere Waffen aufgelevelt. Margits Fessel, Moment mal, da war ja noch was. Dieses Item solltet ihr euch auf jeden Fall holen, um den Bonus gegen Margit zu haben.
Es kostet 5000 Runen und ist in der Trübflusshöhle zu finden. Und ihr müsst dafür den NPC, den ihr dort trefft, unbedingt am Leben lassen. Der greift euch nämlich zunächst an, nachdem ihr die Truhe dort geöffnet habt. Souls-Veteranen kennen den etwas abgehalftert wirkenden Gesellen aber vielleicht und setzen nicht sofort zum letzten Schlag an, wenn er sich ergibt. Und genau das solltet ihr auch machen. Mit dem Item von diesem Händler könnt ihr Margit dann im Kampf ein paar Mal eine kurze Zeit an den Boden fesseln, ein paar kräftige Schläge austeilen und so hoffentlich den Kampf für euch entscheiden. Was aber könnt ihr tun, wenn ihr es euch mit einem wichtigen NPC in Elden Ring verscherzt habt? Damit meinen wir so richtig verscherzt. Einmal zu früh das Schwert gezückt und schon ist er tot. Oder ihr werdet zukünftig einfach nur noch angegriffen. Aber er hätte ja ein seltenes Item bei sich tragen können. Wer kann sowas schon wissen? Da muss man sowas einfach riskieren. Keine Sorge, wir haben die Lösung. Absolution. Genau die braucht ihr nämlich, damit der NPC wieder gut auf euch zu sprechen ist oder das überhaupt wieder kann. Ihr müsst dafür einfach nur das Item Himmelstau bei euch tragen und in der Kirche der Gelübde in Lyonia bei der Statue um Absolution bitten bzw. büßen. Anschließend sollten euch eure Sünden vergeben worden sein und der NPC lebt wieder. Super simpel, oder? Allerdings müssen wir euch trotzdem warnen. Dieser kleine Trick funktioniert nicht bei allen und auch das Item Himmelstau ist nicht ganz einfach zu bekommen. Ein möglicher Fundort wäre aber zum Beispiel beim Händler am unterirdischen Fluss Einse. Ihr seid dran, Insider. Welche Tipps und Tricks habt ihr für Elden Ring? Ab damit in die Kommentare. Abo und Glocke nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video.